Ja, meine Herren, Ärger mit den Wagen. Das sieht ja nicht gut aus. Ich bin mir sicher, dass davor stehen und rauchen den Zustand der Wagen extrem verbessern wird. Was ich ausdrücken wollte, dass keiner von Ihnen anscheinend weiß, was er tut. Oder denken Sie, die reparieren sich von selbst? Ach, vergessen Sie es. Ah, und hier, der Wagen hat auch Probleme mit dem Kühler. Sie plötzlich einsetzende Hitzewellen, nicht wahr? Und Sie wissen, die Kältewelle wurde von den Behörden initiiert, mit den Wetterkanonen. Ich hatte ja im Meteor darüber berichtet. Achso, Sie kennen mich gar nicht. Ich bin Lizard, Larry Lizard, der berühmte Reporter des Meteors. Ach, Sie lesen den Meteor gar nicht? Was heißt das Drecksblatt? Was soll das denn heißen? Die vertragen die Wahrheit wohl auch nicht. Ja, wissen Sie was? Ich wette, ich bin ein besserer Reporter als Sie, Mechaniker. Die Artikel, die ich schreibe, sehen auf jeden Fall nicht so kaputt aus. Hä? Ja, denken Sie mal drüber nach. Meinen Wagen, das ist der Klassiker. Da drüben werde ich auf jeden Fall nicht hier zur Reparatur bringen. Was mich zu etwas anderem bringt. Wenn Sie in der Lage wären, diese Autos zu reparieren, sprich, wenn Sie alle hier wirkliche Mechaniker wären, dann würden Sie diese Autos doch auch sicher reparieren, denn damit verdienen Sie ja offiziell Ihr Geld, nicht wahr? Aber Sie stehen ja nur davor und starren die Autos an, wie eine Milchkuh einen Kondomautomaten anstarrt. Das soll ich sagen, völlig ratlos. Was mich zu der Vermutung treibt, dass es sich bei Ihnen überhaupt nicht um Mechaniker handelt. Was sind Sie wirklich? Wer sind Sie? Was wollen Sie hier? Dick! Was soll und direkt aggressiv werden? Das habe ich mir gedacht. Die einzige Sprache, die Sie verstehen. Ja, was wollen Sie jetzt? Wollen Sie sich mit mir anlegen? Nein! Aua, sind Sie verrückt geworden? Lassen Sie mich in Ruhe! Helfen Sie mir! Oh, ich habe Sie angegriffen. Das tut mir aber leid. So, und was jetzt? Ich habe keine Angst vor Ihnen. Wenn Sie mich schlagen wollen, machen wir es in der Öffentlichkeit. Wo ist Zeugen? Hier, schlagen Sie mich! Ja, kommen Sie nur her! Ich habe keine Angst. Für die Wahrheit zu sterben. Oh, ich habe meine Brille verloren, deshalb sehe ich nichts mehr. Kommen Sie hier, ja, Sie da, ich rede mit Ihnen. Ich weiß, dass Sie da sind. Kommen Sie, schlagen Sie mich. Hallo, ist da irgendjemand? Hier, schlagen Sie mich doch. Schlagen Sie einen Reporter während seiner Arbeit. Ja? Jetzt haben Sie wohl Angst. Und deshalb sagen Sie allen nichts mehr. Ha. Larry Lizard, einige von Ihnen scheinen doch von mir gehört zu haben. Ja, ich bin der investigative, legendäre Journalist. Also, sagen Sie mir, was Sie wirklich hier tun? Hallo? Ich weiß, dass Sie da sind. Ich stehe hier direkt vor Ihnen und rede mit Ihnen. Ich muss nur mal